Hallo, sieht heute ein bisschen gewöhnungsbedürftiger aus. Ich habe vorhin den Bart halt wirklich auf gleiche Länge gestutzt, so. Sieht auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig aus. Die Gesichtsform sieht jetzt ganz anders aus. Ich habe auch wirklich gemerkt, als ich hier unten die Antennen abgeschnitten habe, es hat richtig wehgetan. Ich habe jetzt noch ein Phantombart hier. Das heißt wehgetan, aber man hat, es hat sich so angefühlt, als hätte ich halt wirklich ein eigenes Körperteil mit abgeschnitten. Aber solange ich die Muskeln anspanne, dann geht das Gewöhnungsbedürftige wieder weg. Naja, kann ich natürlich nicht im Alltag machen. Naja, vielleicht doch. Ich wollte nur kurz sagen, dass ich wahrscheinlich ungefähr ein paar Wochen oder sowas keine Updates mehr geben werde über meine Ernährung und so weiter, außer jetzt noch in diesem Video, weil ich brauche jetzt wieder Zeit für mich, weniger auf andere hören, mehr auf meine Intuition hören, weil das hat bisher immer gut funktioniert gehabt. Zum Beispiel beim letzten Saftfasten, wo ich dann halt auch wirklich 15 Kilo innerhalb von 2 Wochen abgenommen hatte und 20 Kilo innerhalb, nee, 19 Kilo innerhalb von vier Wochen und das halt dauerhaft bis jetzt. Und das war einfach, weil ich meiner Intuition gefolgt bin. Ich habe da auch fast keine grünen Säfte genommen. Ich habe erstmal 10 Tage keine Einläufe gemacht. Das, was halt Leute erzählen, also meiner Meinung nach erzählen Leute halt gerne das, wovon sie halt selber glauben, dass das nötig wäre oder so wichtig wäre, weil das für sie sehr gut funktioniert hat oder halt für die meisten Leute sehr gut funktionieren. Ich bin aber sowieso schon immer eine Ausnahme gewesen. Ich kann mich natürlich nicht im größten Sinne von Naturgesetzen rausnehmen, aber es gibt halt auch noch andere Wege, es gibt halt nicht immer nur einen Weg. Und da ich sehr viel mit Leistungssport kompensiere, funktioniert auf anderen Weg auch. Also manchmal fällt es mir wirklich einfacher, 20 Kilometer zu rennen, als irgendwie was Grünes reinzuwerfen. Ja, deswegen, es wird bei mir, ist bei mir halt nie perfekt, sage ich mal, aber dass ich halt schon beim ersten Fasten so gute Ergebnisse erzielt hatte, spricht ja eigentlich schon dafür, dass ich halt nicht so viel falsch gemacht habe. Also denke ich, dass ich auf jeden Fall ans Ziel kommen werde und jetzt brauche ich erstmal halt wieder so eine Art Meditation für mich, wo ich halt längere Zeit nur auf mich und meinen Körper höre und einfach mache, vor allen Dingen. Und halt nicht so viele Informationen aufnehme die ganze Zeit und da dann von blockiert bin und die ganze Zeit nachdenke, was ist jetzt richtig falsch, was ist das Perfekte und so weiter, sondern dass ich jetzt einfach erst mache. Seit 2 Tagen ist es so, dass ich sehr wenig esse. Nur Früchte jetzt seit 2 Tagen, weil mir der Salat, den ich vor 2 Wochen gekauft habe, jetzt halt natürlich alle gegangen ist. Eigentlich schon ein bisschen länger jetzt. Da hatte ich dann noch, was hatte ich dann noch? Ach, ich weiß es jetzt nicht. Irgendwas anderes hatte ich dann noch an Gemüse. Und jetzt bin ich wieder so weit, nach den ungefähr 2 Monaten, dass ich wieder so eine Reinigungsstufe drin habe, dass ich halt gar keinen Hunger mehr habe. Und demnach dann auch weniger esse. Und vor allen Dingen dann Früchte. Und dann reichen mir auch so 3, 4 Früchte. Die meisten sind mir aber dann leider doch zu süß. Und dann merke ich schon, wie ich danach dann Bock kriege auf mehr. Und wenn ich dann Früchte nehme, die nicht so süß sind oder die Säfte verdünne, dann reicht mir auch wenig von, dann habe ich auch nicht diesen Blutzuckerspiegelausschlag und dann bin ich auch dauerhaft zufrieden damit. Und dann halte ich es auch sehr lange durch. Also die 2 Tage habe ich komplett durchgehalten, ohne Gemüse und nur mit ein paar Früchten, ohne dass ich halt irgendwie Entgiftungserscheinungen hatte. Und ich konnte auch ganz normal Laufsport machen. Also mir geht's trotzdem super, obwohl ich sehr wenig esse, fast keine Entgiftungserscheinung. Und bevor ich jetzt wieder irgendwas sage, was ich vorhab oder nicht vorhab, ich bin mir selber nicht komplett sicher, ich höre jetzt einfach auf meine Intuition und bin dann jetzt erstmal wahrscheinlich 2, 3 Wochen weg. Es kann sein, dass ich noch andere Videos mache, auch zum Thema Ernährung oder auch nicht zur Ernährung, aber halt gibt keine Updates oder sonstige Informationen, was ich halt momentan gerade mache. Und möchte halt auch nicht diskutieren mehr momentan, was halt wirklich für mich bisher, mein ganzes Leben bisher immer besser funktioniert hat, wenn ich auf mich selber höre, auf meine eigene Intuition höre. Und da lasse ich mir auch nichts mehr irgendwie sagen.
Und was ich noch sagen wollte ist, vorletzte Woche Sonntag hatte ich ja den Einkauf im Gartencenter gemacht für die 35 Euro mit den Kisten Mangos und so weiter. Davon habe ich bald alles aufgebraucht, also bis zum Wochenende, wir haben jetzt Donnerstag, werde ich wahrscheinlich alles aufgebraucht haben. Ich habe noch ein paar Mangos, ich habe noch 2 Kilo Kiwis. Habe ich sonst noch was? Ich habe noch ein bisschen von dem Wirsing. Ansonsten weiß ich jetzt gar nicht, ob ich noch. Ne, ansonsten müsste ich eigentlich alles aufgebraucht haben. Das hat dann also ungefähr 2 Wochen gereicht für die 35 Euro. Das fand ich, ja, ziemlich super. Und ich hatte aber 2 Kilo Kiwis verschenkt. Mehr habe ich nicht verschenkt gekriegt, weil die halt mir zu süß waren. Viel zu süß. Hab mir dann aber noch 3 Kilo regionale Äpfel geholt im Gartencenter am letzten Sonntag. Die haben 1 Euro gekostet, nur pro Kilo, also 3 Euro ausgegeben, weil ich unbedingt mal ausprobieren wollte, ob wirklich die alten Apfelsorten wenig bis gar nicht gespritzt werden. Das war die Sorte Boskop und das ist eine ältere Sorte. Und die habe ich mir geholt, also 3 Kilo. Und die hat wirklich sehr super geschmeckt. Die waren voll reif, auch die Äpfel. Und diesen säuerlichen Geschmack angeblich, den man vom Boskop hat, den habe ich jetzt überhaupt nicht gemerkt. Irgendwie hat mir süß geschmeckt, aber nicht zu süß. Die haben mir wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Die habe ich, musste ich auch gar nicht entsaften oder so. Ich habe auch keine Vergiftungserscheinungen gekriegt. Also für 1 Euro pro Kilo. Super regionale Qualität, eigentlich die perfekte Frucht, muss ich sagen. Ich hatte mir dann noch ein paar Äpfel von Jona Gold geholt, weil er auch regional war, auch nur 1 Euro gekostet hat. Der hat eine natürliche Wachsschicht gebildet. Und ja, konnte man aber auch gut mit Wachsschicht essen. Ich habe erstmal geschält, habe dann aber doch mal mit Wachsschicht gegessen. War auch nicht so krass. Und habe dann auch nichts von gemerkt, schlechte irgendwie Auswirkungen. Aber der war mir doch ein bisschen zu süß. Da habe ich dann auch wieder direkt so Korrosion ein bisschen, oder ich weiß nicht, wie man es nennt. Ich weiß jetzt gerade das Wort nicht. Es fühlt sich so an, als ob so die Zähne irgendwie aufrauen und so weich werden. Kann ich nicht genau beschreiben. Obwohl er auch reif war und der war halt süß und aber zu süß für mich ein Ticken. Und das passt dann nicht so ganz. Wenn man den entsaftet und verdünnt, kann das vielleicht besser funktionieren. Ja, habe ich sonst noch was zu erzählen? Ja genau, ich hatte mir auch noch ein paar Mandarinen geholt. Die waren für 50 Cent pro Kilo im Angebot, habe ich mir halt auch 1 Kilo geholt für 50 Cent, weil ich halt da auch nochmal probieren wollte, wenn ich die entsafte, ob ich da irgendwas merke. Und ich merke da wirklich ganz wenig, wie wenn ich das in den Hals runterkriege, dass das so ein bisschen ganz wenig im Abgang brennt, so ganz wenig. Und wenn ich die zum Beispiel so esse, dann brennt das die ganze Zeit. Und das sind für mich halt die Pestizide. Und wenn ich den Saft habe, dann habe ich, das habe ich, da habe ich wirklich nur ganz wenig, vielleicht mal beim ersten Schluck und dann nochmal bei irgendeinem Schluck so ganz wenig. Und daran merke ich halt wirklich, dass da diese Stoffe, die zumindest dieses Brennen verursachen, deutlich minimiert werden durch das Entsaften. Das funktioniert für mich auf jeden Fall ziemlich gut, muss ich sagen. Ja. Sonst fällt mir gerade nichts ein. Ja, bei Facebook werde ich wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen kürzer treten, zumindest. Und ich bin gespannt. Bis dann. Ciao.